Hallöchen, weiter geht es mit Destiny 2 Forsaken, die Geschichte von Kate, alle nach Petra. Nach dem Krieg haben alle im Riff um Hey, unsere Petra! Königin und den Prinzen getrauert. Außer mir. Ich konnte nicht an ihren Tod glauben. Ich konnte es nicht. Und dann kehrte Aldrin zurück. Er sagte, er könne die Stimme der Königin in seinem Kopf hören. Da habe ich gewusst, dass er verändert war. Ich hätte das alles verhindern können. Stattdessen habe ich ihn im Gefängnis der Alten versteckt. Und jetzt, Kate ist tot. Das Riff liegt in Trümmern. Und ich weiß, dass Aldrin auf dem Weg zum Wachturm ist. Jetzt oder nie. Okay. Spider. Ist ja so weit hier weg. Der königliche Wicht Aldrin will also in den Wachturm. Ich habe mich schon immer gefragt, was für Geheimnisse und Schätze die Erwachten in diesem Turm versteckt haben. Aber meine Freundschaft zu Königin Mara, als sie noch lebte, hat mich davon abgehalten. Tja, das und eine verschlossene Tür. Aber ich bin an meine Ehre gebunden, dir eine Auswahl meiner besten Ressourcen zu schicken, um diesen unfassbaren Abschluss zu finden. Ich muss sagen, ich kann es kaum erwarten zu erfahren, wie das alles endet. Ressourcen gesammelt, das sind die Blumen, ne? Und jetzt sind wieder die Beutezüge offen. Sehr gut. Du beweist guten Geschmack. Gute Wahl, meine Liebe. Verschaff dir Respekt in der Bucht. Neue Mission. Ist das die Mission oder was ist das? Was ist das denn? Steht das schon die ganze Zeit hier? Kein Wort mehr. Sollen wir nach dieser Sorkitz-Schnitte oder? Ja, ist besser. Hier ist Kiste. Möchtet ihr die oder nicht? Komm her! Oh, da ist eine Blume. Da ist noch eine Blume. Noch eine Blume. Ja,
Nur der Truppenführer kann die Aktivität. Darf ich starten, ja? Du bleibst hier. Bitte, für dich ich hier, statt dir. Alle wissen, Dunkelheit lebt hier. Du bist nicht vom Äther, kann dich nicht zurückbringen. Das ist gleich. Ja, Vater, wir dienen immer und warten auf Rückkehr. Geh, inspiriere und räche deine ermordeten Freunde. Angst hat jetzt keinen Platz mehr, liebster Bruder. Ich habe keine Angst. Natürlich nicht. Deine Opfer sind unvergleichlich. Du blicktest in den Abgrund, verbeugtest dich vor falschen Königen und ertrugst unzählige Betrüger. Du wurdest gedemütigt, eingesperrt, manipuliert, besessen. Und doch gabst du alles auf, weil du liebst. Bitte, Bruder, wirst du für mich durch die Hölle gehen, noch ein letztes Mal? Ja. Gut, dann lass es uns beenden. Auch das Paradies ist ein Gefängnis, wenn man nicht gehen kann. Befreie uns. Oh.
Du weißt, was da unten ist. Der Wachturm. Der Fanatiker. Aldrin. Das Ende. Gerechtigkeit oder Rache. Aldrin verdient, was ihm bevorsteht, aber... Hüter. Wenn es um unser Tun geht, ist die Frage nach dem Warum genauso wichtig wie die Frage nach dem Was. Ich weiß nicht, was in deinem Kopf vor sich geht, aber... Vergiss das nicht. Geht's. Wir nähern uns dem Wachturm zu Fuß. Wir nähern uns auf dem Luftweg. Okay. Ah, hier ist schon Krieg. Oh, eine Spinne gehört sowas. What the fuck? Immer diese dreckige Snipers. Also Flammenwerfer. Ich hab einen neuen Bogen bekommen. Cool.
haben die voll was drauf, die Kleidlinge, und je tiefer man geht, also je höher die werden, dann nichts haben sie mehr drauf. Die Bosse. Geschafft. Nur noch ein Name übrig. Aldrin Sov. Zeit, dem ein Ende zu setzen. Für Kate. Warte mal, wer war das denn hier nochmal? Wie hieß der? Das war der Fanatiker. Gut. Geht ja noch das weiter. War der Fanatiker. Viel Spaß dabei. Gleich kommt der letzte Boss. Dann werden wir sehen, wie das endet.